Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Aberration. Wir sind immer noch in der Drachenschlucht und wollen noch Eier klauen. Über Rührei und mit Speck reden wir nicht Richtig. mehr. Level 116. Wir hoffen, dass wir hier was Ordentliches finden. Dabei ist der Koya. Mäuschen. Bin ich da? Doch. Mach nicht mehr mit. Der muss das jetzt ausbügeln hier. Der Hippo ist dabei. Hallo. Matze ist mit uns mitgeflogen. Hallo, Grüße an den Eierdieb. Büxa ist da. Moin. Und die Kia aus dem Off. Hallihallo. Ja, Koya. Sollen wir jetzt noch mal? Was? Kriegst du das Weiß diesmal nicht, was du hin? meinst. Du müsstest Nach jetzt satt Hause. sein. Bin satt. Nee, der Drachen ist satt. Er müsste Ja, hochgeheilt oder sein so. bis Dattenhaus. Stimmt. Ja. Stimmt. Ah, ja, also der Xar hat da oben irgendwie drei Eier ausfindig gemacht und eins ist 116, habe ich jetzt schon so vernommen. Ja, und ich sitze ja Richtig. auch noch an einem Nest, aber ich bin überladen. Kann ich das Ei mal umladen, was ich hier in meinem Nein, Inventar ist ja habe? auch Ja, schlecht. wenn wir Dafür. hier gerade mal ja kauen helfen Ja, könnten, ich bin wäre ja das schon auch ganz extra nett. da. Ja. So. So, kommt mal hoch, einfach hochgeklettert, wo wir waren, einfach hoch. Auf der linken Schluchtseite. So. Na, warte, ich komme erstmal runter zu euch. So. Unter? Unter? Ja, Ja, wir waren ich oben habe beim Ei. oben beim Ei gesessen. Okay. Xar, hol du das Ei oder soll ich's ausbügeln? Ach komm, ich bügel's aus. Dann kauen wir. Ja. Ja, genau, da habe ich gesessen. Was ist das für eins? Warum stöhnst du so, Ei. Koya? War was? Nee, war nix, alles gut. Was ist das für eins? Das ist ein Ei. Level schön? Level schön. Ganz schön, besonders Oh, schön. das ist noch ein Ei. Riesig schön. Kommt ihr runter? Ich hab's schon eingesammelt. Finde das voll schön. Das Ei war super. Level 16. Ich Gut. hab hier noch ein Ei. Ich Ist doch mag gut, eigentlich lass gleich doch so. essen. Sammel's. Ja, ich sammle das auch ein. In Position bringen. Achso, das 116 ja schon aufgesammelt, Und oder? noch 116. Ja, ich habe jetzt 216 Eier. Ah, super. Achtung, jetzt kommen Drachen. Mach dir einen eigenen Ordner, Xar, Xa damit du bei sie nicht dir, isst. Drache. Einmal umdrehen. Der sieht doch auch schön aus. Ja, wenn der 116 ist, nehme ich ihn. Nein, der Arsch. 36. Wir können. Ach Mann, das kotzt mich an, so ein Pissfehler, ey. Kacke. Vor allem, ich habe zwischendrin noch, bevor ich die gegessen habe, habe ich noch dran gedacht. Mensch, Vorsicht. Ja, Und komm, dann ging ist das auf gut. einmal so schnell. Kann Ah. passieren. Nee, es ärgert Nächstes mich. Jahr Ja, ist auch wieder soll's. Valentinstag. Ja, stimmt, nächstes Jahr ist auch Genau. wieder Valentinstag. Haben wir genug ausgeschlachtet? Alles gut jetzt. Ja. Wer will schon rosa Drachen, weißt du? Eben, so total toll. Valentinstag. 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 Es ist Valentinstag. Wollten wir nochmal nach Eiern gucken oder wolltet ihr hoch? Ich bin jetzt runter, wieder in die Schlucht, wo wir eben unser Waterloo hatten. Oder Ja, ich. klar. Eierlu, Und. Eierlu. 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 Das Eierlu-Event. Und dachte mir, wir schauen noch mal, wir können noch mal vor. Da ist Das noch ist zurück, eins. glaube ich, aber. Ich wo habe ist eins noch eins? gefunden. Wo denn? Lass mich da hin. Nix. Sag nicht jetzt hier oder so, wo? Am Anfang von der Schlucht. Das erste Nest und das zweite, beide bestückt. Am Anfang, die Schlucht hat zwei, also alles hat ein Ende, nur die Schlucht hat Ja, da, wo zwei. wir gerade reingesprungen sind, direkt geradezu, da waren zwei Nester. Also wo Xar seine 116 hat, wo wir dann wieder runter sind, quasi, oder was? Du hast da ein bisschen was an der Backe, Hippo? Kannst du haben, wenn du willst. Nö, also. Oh, der ist aber auch schön. Der beißt Sind auch. wir brauchen eine Da guck Sorry. mal, Sofort wieder Flairgun. starten. Ich Flairgun. ist ja auch hoch. Direkt unter dem blauen. Flairgun. Guckt nach oben unter dem blauen Lämpchen. Negativ. Oh, ihr seid doch Ich hinter mir. glaube, in die Richtung gucke ich mal, ob da noch was kommt. Ihr seid genau gegenüber von mir. Der macht ja Ach, wir nichts. sehen dich. Ja, okay. Ja, genau. Hier sind zwei An die andere Eier. Schlucht, an die andere Schluchtseite, Xa. So. Ja, ich will noch gucken, ob hier auch ein Ei ist, weil Soll ich der die war 44er jetzt echt hübsch. umlagern? Nee, nicht, wenn nicht alle da sind. Wie der Xa einen ignoriert Weil ich einfach. bin überladen. Das sind Kann er gut. 72er Ei. Ja, immerhin. Und Ah, oh, dann ne, scheint nichts zu sein. hier vorne das, ist das für eins? Du steig da ab und schau. Ich bin überladen. Ja, ich komme schon. Ach, Wo bist du bist, wenn du absteigst, überladen. Okay. Ja. Ach, da drüben bist du. Ich kann mich nämlich nicht mehr bewegen, wenn ich absteige. Ja, dann weg da, dann versuche ich's.
kannst bei mir dann auch einen Drachen stopfen. Das ist ein 36er Ei, mega. Hm. Aber gut, ja, bei Silisk vielleicht. Raus, wo ihr seid. Ja, wenn wir uns lauf einfach unten die Schlucht entlang machen wollen, brauchen wir auch Eier, also von daher. Zudem gibt es dann auch Respawn. Hinter dir ist ein getarnter Drache. Hilfe. Hm. So. Der ist hin. Das ist der 72er. Na, wem wohl das Ei gehört? Hm. Ja, soll ich so holen eben? Für den Basilisken kann man nehmen. Ja, komm, ich hol jetzt mal das 72er. Ihr wartet dort. Wartet dort. Guck mal auf eure Rüstung. Noch geht's. Hab noch halb. Halb. So. Also 72er hab ich. Komme zurück. Okay, dann lagere ich direkt mal um, ne? Ja, das wird auch nochmal auslösen sonst. Achso. Ja. Oh, grün. Drei Minuten sind noch oben. Hä, warum ist der grün? Wahnsinn. Ist das eine reguläre Farbe oder haben wir noch ein Weihnachtsdino? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und da ist noch ein roter. Da kommt gerade. Boah, ist der cool. Rot-Weiß. Nein, hab ich nicht. Nein. Alter. Rot-Weiß. Oh oh. Alles gut noch. Alles gut noch. Spring und flieg weg. Langsam wird's eng. Wenn's gehen würde. So. Langsam wird's eng. Also halt durch, rein, halt durch, halt durch. Alles gut. Oh, das war's, glaube ich. Also ich habe jetzt nur noch unten den Steg. Mehr habe ich nicht mehr. Ich würde jetzt auch sagen, wir gehen mal lieber, oder? Also ich bin hinüber. Ich musste zwischendrin raus. Ja, dann schnappe ich mir das Ei und wir machen uns hier direkt vom Acker. Was? Okay, warte mal, wo war denn der Wo Ausgang? Müssen wir denn hin? Bevor du irgendwas, weil mein Drache ist sonst hin gleich. Was hast du noch an Leben? Nur noch den Stempel. Ja, schau doch, was du an Leben hast. Ach Gott. 380. Ah, na, das ist viel. Dann fütter halt so viel Fleisch rein, wie nur geht jetzt. Und ich bin nervös, weil ich noch 4000 habe. Ja, gut, 4000 ist schon noch. Ich hab doch was mehr. Ah, das ist noch ein 16er Ei. Soll ich das aufheben? Nee, oder? Lass es, bitte, lass es. Das lohnt jetzt nicht, dafür ein Risiko einzugehen. Ja, na gut, immerhin haben wir 216er. Und ein 72er. Heilige Blechle, also das. Gut, beinahe hätten wir so gebraucht, also die neuen, ne? So. Eieieiei. Okay. Aber eigentlich könnten wir jetzt drüben die Stange wieder hochklettern. Was? Ich hab schon wieder einen an der Backe. Also ich hab zwei. Jetzt... zwei. Ja, viele. Wir sollten uns hier vom Acker machen. 3,5 hab ich. Lass uns abhauen. Oh, lass uns weg. Wie denn? Ja, wo bist du denn? Springen und fliegen. Ja. Okay, wohin zurück? Xado, du kanntest doch diesen Superausgang. Das war, was doch heißt irgendwo Superausgang? Das war doch irgendwo auf so einer Rampe. Rampe? Also wir sind doch das letzte Mal auf so einer Rampe gelandet, auf so einer Schräge und dann irgendwie da nach oben. Ja, ich würde jetzt einfach den Weg nehmen, den wir hochgekommen sind. Oh nein, nicht auf mich! Nicht auf mich, du Drecksvieh! Säulen, also diese Portaldinger runter. Leute, hier ist Big Trouble. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hier, ich brauch euch, ich kann nicht mehr. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab Drachen an der Backe. Ja. Kacke. Wir werden doch noch irgendeinen Drachen verlieren. Ja, ich verstehe auch nicht, wieso wir jetzt einfach nicht wegfliegen. Ey, weil ich keine Ausdauer mehr habe, wie soll ich denn abhauen? Und weil keiner wusste, wo es lang geht. Wir müssen halt auch mal sagen, da lang und nicht einfach weg. So. Also, es gab doch diesen einen schnellen Weg. Das ist einfach hier hoch, oder? Guck mal in die Richtung, wo ich guck. Ja, da ist der normale Weg. Ja, richtig, aber wenn du gerade was weiter guckst, siehst du, dass da dieses Dings runterhängt, wo wir runtergeflogen sind. Ja, da können wir es dann wieder hoch, genau. Da können wir es dann wieder hochkraxeln und. Achso, dieses Ding da hoch, ja, das ging eventuell. Ich muss jetzt nur kurz noch ein bisschen Ausdauer kriegen.
ihn alle abhauen. Mich hier allein lassen. Ja. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Mann, das dauert. Heißt ja auch Ausdauer. Ach so. Das ist so unnötig, sowas. Ja, absolut. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja, einfach die Seile hochklettern. Du kannst einfach klettern oder du kannst versuchen mit dem Sprint halt. Klettern klappt wunderbar. Ja, super. Nächste Drache. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Jetzt einfach dieses ganze Gerippe nachklettern, ja? Ja, so. Aber achte auf deine Stamina. Oh, verdammt. Ja, das wird eine miese Nummer mit der Stamina. Ja, ich meine, es gibt ja jedes Mal so Zwischenplattformen. Da kannst du dann jedes Mal ein Päuschen machen. Ja, geht. Ja. Super Idee. Man kann einfach von Ring zu Ring springen. So. Einfach springen. Einfach springen, springen, springen. Nein, kann man nicht. Doch, du musst einfach halt in die Richtung gucken, bis das Ziel Fadenkreuz kommt, dann einfach linke Maustaste drücken und springst dahin. Ja, ja. Ja. Also hier müssen wir hoch, ja? Mhm. Ja, das mit der Ausdauerregeneration ist echt schnell. Ja, zum Glück. Nein, 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 nein! Nicht fallen! Das war die falsche Richtung. Du Drecksvieh! Jetzt bin ich wieder unten. Ich freue mich. Das ist ganz schön hoch. Jojo. Ja, ich habe auch schon spitze Fingerchen. Wenn es nur Finger wären. So. Hui. Frag mich zwischendrin, ob ich in die richtige Richtung laufe, ne? Ob hoch oder runter. Ich frage mich zwischendrin, warum wir das hier eigentlich machen. Also ich bin gleich oben. Ja, ich bin auch gleich oben, aber das. Wir hätten es wissen sollen, dass es an einem Tag wie diesem in der Rocktrack-Schlucht lustig wird. Wir noch Lachsa? Ja, wir könnten die Seite noch ein bisschen höher klettern, dann können wir direkt bis zum Hause flattern. Mayday, Drache stürzt ab. Warum habe ich kein Kreuz bekommen? Ich bekomme gleich ein ganz anderes Kreuz hier, wenn das nicht gut geht. So. Ich fange schon mal an, die Grabstein zu schnitzen. Ja, mach das mal. Ja, gleich bin ich wieder unten. Komm mal zu mir, Hippo. Ja. Läuft, Sinde. Ja, läuft. Einfach nur schnell das Gerippe wenn hoch. Wenn du da links hinguckst, wenn wir da über den Hügel fliegen, sind wir daheim. Ach ja, da oben sind auch die... Das, da oben sind die senkrechten, also die... Genau. Also ich würde das einfach entweder die Säule da vor ich uns hin, oder ich, genau. Hinter uns. Ja, ich warte noch auf die anderen Gods. Noch völlig verfranzen. Ah, ich glaube, da kommt ein Koya eventuell. Ja, ich sehe dich nur leider nicht. In welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich sitze oben. Einfach mal oben drauf klettern. Dann wirst du es mich sehen. Ich bin fast vor dir jetzt. Ey, ich bin gar nicht der Letzte. Ach, Matze, du bist. Okay. Ich bin's. Also du kannst jetzt, wenn du jetzt mehr oder weniger nicht irgendwie drüber guckst, müsstest du doch oben die Pilze und Licht sehen. Also da, wo dieser Lichteinlass ist? Genau, ja. Da dahinter liegt eigentlich unsere Basis. Kringeln, gut, müssen wir den Kringeln da folgen? Also du kannst jetzt die Säule vor dir hochklettern und dann hast du genug Absprung. Ach so, ja gut, ja, oder ich so, hätte das jetzt mit der Zwischenlandung gemacht. Ja, nö, geht auch. Da ist ja schon jemand, da ist ja schon der Koya oben drauf. Ja. Ach, Koya ist doch schon da. Ja, ich hab ja gesagt, ich bin auf der Säule, aber. Ah, fuck.
Ausdauer regenerieren. Das war übrigens die Säule, auf der ich, glaube ich, am Anfang nach euch gesucht habe, die ich als Aussichtspunkt wählte. Ah, das ging ja gut. Ja, dann sind wir doch alle zufrieden. Da komme ich rüber von hier. Das weiß ich nicht, ich krieg's nicht gerade hin. Das stürzt nur ab. So. Noch ein bisschen mehr Stamina für. Du ahnst es nicht. Nee, du ahnst es wirklich nicht. Boah, das geht da so heftig runter, das ist der Knaller. Bitte, 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 nein, halt durch, halt durch. Oben auf dem Gerippel kann man bestimmt was bauen. Nee, keine Ahnung, ob das geht. Oh, ich hab's rübergetappt. Frage. Ah, da ist gerade irgendwer unter mir gelandet. Ich hab's irgendwie überlebt. Wo ist der Ausgang? Ja, ich hab die Kringel nicht dich erwischt. Eingeholt. Da hinten sind sie doch. Für mich oder was? Nö, Matze. Ja, ich hab halt ein bisschen kleinen Umweg genommen. Naja, ich auch, ein bisschen. Aber ich bin zu Hause. Och Mann, stürz doch einfach ab. Der ist zu Hause. Ich stehe schon an der Leckpflanze. Boah, ich bin immer noch im Panikgebiet und kletter an diesen Stangen rum. Ja, also irgendwo nicht hier zu fassen. Ist man eigentlich. Du bist immer noch an den Stangen? Ja. Sinde, steigert das eigentlich den Druck, wenn ich sage, ich bin gleich daheim? Halt die Klappe! Der Noob hat's fast geschafft. Ich bin auch gerade mit meinem Drachen noch total auf Kriegsfuß. Nie gesagt. Irgendwie macht er überhaupt nicht mehr, was er soll. Da zum Beispiel. Er stürzt einfach nur ab. Ich mach. Wenn er auch zwangsweise kann Eier fressen muss, da wäre ich auch sauer. Ja, ich glaube auch. Der ist einfach sauer auf mich. Ich spring los und er stürzt einfach nur ab. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe aber das Cope nicht in der Hand. Also es ist, das Problem liegt in der Tat. Hatte ich eben auch mal, ja. Zwischen Stuhllehne und Tastatur. Man muss es leider so sehen. Was mache ich denn da? Bin jetzt aber auch zu Hause. Weg da! Das da sieht so aus, als könnte man da hin. Oh. Ah ja. Level 16, Level 16, Level 72. Hey, oder? Ja, geh was mal ist mit den 140ern passiert? Was für ein 140er? Ich kann mich an keins erinnern. War das nicht lecker genug, dass du es dir gemerkt hast? Nee. Dass es geschmeckt hat? Nö. Naja, es hat ja auch nicht Koya gefressen, es hat ja sein Drache gefressen. Eben. Ist den der Drachen ist schuld. Frag mal den, ob er sich noch erinnert. Der Drachen ist schuld. Nö. Ich bin bedient für heute. Erst dieses Waterloo mit dem Affen, dann das Waterloo mit den Drachen. Dann Können wir aufhören? Können wir was anderes spielen? Irgendwie Pac-Man oder so? Ich weiß nicht. Du hast das hier angefangen, ne? Wer A sagt, muss auch B sagen. Ach ja. Ich sehe da was Grünes. Ich glaube, da muss ich hin. Dann bin ich vielleicht auch endlich die Strahlung los. Ja. Höchstwahrscheinlich. Also ich meine, ich habe 3 Eier, die man im Grunde genommen verfüttern kann. Wollen wir wirklich mal versuchen, eine Basilisken uns zu holen? Ein rosaner wäre schön. Ja, nee, klar. Nur rosa. Mhm. Also, wollen wir? Also ja. Oder wir fressen die anderen Eier auch noch.
Ups, aber. Klar. Ich habe auch noch zwei 44er Eier übrigens. Ja, ja, ich meine ja eben, du hattest ja auch noch kleine. Ich weiß nicht, Xar hat wahrscheinlich keine kleinen. Xar macht ja nie. Xar holt ja nur 100 16er. Ich hatte gefragt, ob ich das 16er einpacken ja, soll. Ja, es war auch gut so, dass nicht. Es war auch gut so, dass nicht, weil sonst wären wir wirklich drauf gegangen, glaube ich. Ja, deswegen habe ich nur 216er Eier. Hm. Ja, da sollen wir sie alle ausbrüten, aber es bringt uns ja nichts. Wenn wir dann einen pinken Level 16er haben, bringt es uns ja auch nichts. Wir können die ja nicht weiter verpaaren oder so. Wirklich, ja. Also von daher eigentlich nur die 116er und hoffen, dass die eventuell. Ein Kylo-Egg. Oh, Level knuddeln. Ah, so. Zack. Ach, apropos verpaaren. Ja, ja, wirf an die Maschine. Hib das 72er auf, der wird hübsch. Ja, aber ist dann ein 72er. Das ist, ne, das ist so, das ist halt dann. Naja, es stellt sich halt die Frage, ob man Level schön haben will, weil schön oder ja, der steht halt da nur. Der steht dann nur in der Gegend rum. Also wie das andere Geschichte auch, ja. Ja, aber. Ja, ja. Hippo, komm mal mit aussuchen. Ja, ich komme eine Sekunde. Von dem Gerippe aus, wenn ich oben bin, wo muss ich dann hin? Moment, ich komme dir entgegen. Die Kringel weitersuchen, da durchfliegen. Im Grunde genommen. Okay. Naja, warte, ich komme. Hier, also mal in den Chat, wer von den beiden Neuen hier soll denn der mehr Orange oder der mehr Pinke? Wer soll denn zuerst Mami werden? Beide. Oder? Beide Hippo. Ja, sicher beide. Würdest du wohl jetzt nicht anfangen, da einzeln zu züchten? Du schmeißt die alle in den. Du schmeißt nein, die alle wir machen in den, ja hier industrielle Dödi-Fabrikation. Ja, deshalb schmeiß doch einfach alle in den in dieser Arena, die du da gebaut hast. Stell sie alle auf Wandering. Sehr nett, mehr alle. Ja. Und gucken, was kommt. Und dann sei schnell beim Füttern und beim Playen. Sitzt du oben auf diesem Kringel? Wollen wir das machen, eine Challenge. Ja, warte. Du musst du nur so abzäunen, dass sie wirklich nicht rauskommen, wenn du da oder alle so. Anhitschen. Anhitschen. Ich bin jetzt an dem ersten Kringel. Oh, Richtung. Den reparieren. Gerade im grünen Gebiet angekommen, am ersten Kringel. Achso, du bist schon an dem oberen Kringel, Moment. So. Am Redwood. Reparierst du schon, Hippo, oder? Nee, noch nicht. Warum man da hier? Soll ich eine Flare Gun abfeuern? Nee, ich weiß schon, wo du bist, Moment. Genau. Wenn wir das jetzt alles reparieren, ist unser Kristall wieder leer. Ja, ich geh schon mal los. Wir müssen echt für den Grinder sammeln. Im Grunde genommen hätten wir jetzt gar nicht reparieren, aber egal, ich mach's jetzt trotzdem. Na gut, du brauchst ja eh nur so viel Material, wie eigentlich auch kaputt ist. Also du brauchst nie die maximale Menge, wenn es nicht komplett kaputt ist. Nee, das ist richtig. Nur trotzdem geht dabei das Kristall ganz gut weg. Achso, ja, das ist klar. Und wir haben dann wieder weniger für den Grinder. Das ist so eine Never-ending Story dann quasi. Ein Teufelskreis. Ja, sozusagen. Ich muss die beiden mit dem Sattel hier reinholen, das geht sonst nicht. Heilpflanze könnte ich mir brauchen. Das ist ja mal fies. Was denn? Da fliegst du über so eine Dingskiste. Dann macht klapp klapp, das Ding geht auf und du kannst nicht mehr steuern. Und dein Rock Drake stürzt senkrecht nach unten ab. Oh, übel. Ach so, das, diese Entdecker. Bücher, ja. Ja, spannend. Fand ich gerade nicht so spannend. Ja. Ah, ich sehe eine Heilpflanze. Achso, dann bist du schon komplett grün, oder? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sehe aber eine Heilpflanze, das ist gut. Bist du die Kringel jetzt einfach weitergeflogen? Ach nein, das ist Gas. War auch rosa. Genau. Zack, bumm, lag sie lang. Über mir ist jetzt dieses lange Gerippe. Ohne Kringel. Ich habe mal eine doofe Frage, wenn ich jetzt einen Basilisken zähmen will. Ich höre dich. Ja, das ist auch gut so. Ach, da bist du ja. Xau, mein Retter. Bleib stehen. Oh. Hinter dir. Wenn ich jetzt einen Basilisken zähmen will, hilft mir da die Schutzrüstung was?
Oder soll ich mich lieber tarnen? Du wirst, also, das weiß ich nicht, aber du wirst auf jeden Fall nicht vergiftet, wenn er dich anspuckt. Rate mal. Die Folge ist vorbei. Das war so klar. jetzt lässt er mich da den Pilz nicht hoch. Dann werden wir in der nächsten Folge mal das Ding Basilisk angehen. Wir wissen also ja, wo welche sind. Also ich weiß, was ich in der nächsten Folge mache. Ja. Ein bisschen links dran vorbei. Jetzt kackt der schon wieder ab. Warum? Ich verstehe das nicht. Kletter am besten einfach. Mein Drache stützt nur noch ab. Ich muss gerade meine Stamina aufladen. Achso, okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mission Basilisk. Ich werde mich da opfern für. Und bestimmt voll erfolgreich. Oh, jetzt hänge ich hier drin. Ich drehe heute noch durch. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.